Nach langer, langer Zeit war ich endlich mal wieder auf meiner Lieblings-Gratis-Indie-Horror-Videospielseite. Und was sehe ich dort? Richtig, Siren Head, Siren Head, Siren Head, Siren Head. So viele Siren Head-Spiele. Warum? Warum ist auf einmal dieser Siren Head-Mythos so extrem groß? Warum spielt die ganze Welt plötzlich wieder Siren Head? Ich meine, Siren Head ist ja nichts Neues. Wir hatten schon mal so eine Siren Head-Welle. Aber jetzt ist sie auf einmal wieder da. Und größer als je zuvor. Und da dachte ich mir, na gut, Kies, du hast keine andere Wahl, immerhin bist du der größte Monsterjäger aller Zeiten und deswegen musst du dich dem alten Lautsprechermaul stellen. Wir spielen heute gemeinsam, richtig, Siren Head. Lasst eine Bewertung da und wir starten jetzt mit dem Spiel. Wer kam denn bitteschön auf diese dämliche Idee? Ich könnte jetzt gemütlich daheim auf meinem Sofa sitzen und Atari spielen. Aber nein, ich will natürlich campen gehen. Jetzt bin ich irgendwo gestrandet, hier in diesem unheimlichen Geisterwald. Okay, mit R können wir uns anzeigen lassen, wo wir hin müssen. Aber ich weiß nicht, sollen wir einfach durch den Wald rennen? Ist das eine kluge Idee? Denn hier haben wir eine Straße. Na toll, es geht großartig wieder los. Ja, super. Ich könnte jetzt daheim sein, Nachos essen, schön mit Käsesoße, auf der Couch rumflezen und ein bisschen daddeln. Aber nein, ich will ja ein soziales Leben führen. Und komme auf die geniale Idee, campen zu gehen. Mr. Siren Head? Ich muss Sie warnen, Mr. Siren Head. Wie Sie eben gerade gehört haben, bin ich professioneller Gamer. Ich besitze einen Atari. Und das ist eine Menge wert zu dieser Zeit, okay? Ich bin also bereit, mich Monstern wie ihnen zu stellen. Tja, anscheinend habe ich ihn so hart beeindruckt, dass er direkt geflohen ist. Irgendwas ist da drüben. Er sieht aus wie ein Lagerfeuer. Okay, rennen wir mal hin. Rennen und schreien, schreien und rennen. Breaking news, a friend from Old High School has gone missing in South Point Meadows. Officials say they are currently looking for them and may take some time. One of them enjoyed camping and is a hunter, so if you find any missing campers gear in South Point Meadows Park... Oh mein Gott, hier ist Blut! Okay, wir können uns ducken mit C. Irgendjemand wurde hier sehr brutal abgeschlachtet. Und jetzt wollen wir zur alten Ranger-Station, die hier drüben ist. Okay, warte, ich gehe wieder auf die Straße. Ich will nicht gefressen werden. Nein. Nein, darauf habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Bock. Nein, das ist nicht Silent Hill, sondern wahrscheinlich Mr. Siren Head. Aber der scheint sehr weit weg zu sein. Okay, die Ranger-Station ist irgendwo da hinten. Warum? Wer geht denn in so einem Wald campen? Oh, wow, hey! Ich habe einen Wadenkrampf, oder was ist da eben gerade passiert? Heilige Scheiße. Der ist irgendwo da vorne. Ich glaube, ich gehe doch durch den Wald. Alles klar, ihr habt mich überredet. Ich meine, was ist das für ein widerlicher Dickicht? Ob ich hier überhaupt durchkomme? Alter, du siehst nichts. Den Hügel hoch. Komm ich hier hoch? Oh, jetzt stecke ich irgendwo im Wald fest. Das ist der Plan von Siren Head. Der ging auf. Komm schon. Schlag dich irgendwie hier durch. Ich hätte den offiziellen Weg nehmen sollen. Was ist das denn? Krankenwagen? Kumpel, du weißt, das ist eine Falle, ne? Er imitiert Geräusche, um dich anzulocken. Was lernen wir daraus? Geh niemals. Geh niemals runter von der Straße. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, nachdem ich durch einen Dschungel mich durchgeschlagen habe. So ruhig und friedlich. Vielleicht ein wenig zu ruhig und friedlich.
Okay, das Ding ist kaputt. Was zur Hölle? Habt ihr es gerade gemerkt? Okay, Moment. Was ist hier los? Oh mein Gott, der ist direkt hier unten! Holy moly! What the? Er ist doch eben gerade... Was zur... Siren Head? Ich will ein Eis. Ich nehme ein Nogger. Ein Nogger-Schock. Okay, wir müssen da drüben hin. Verdammt, dieser unheimliche Mother-F. Okay, ich habe eine Knarre. Ich habe eine Knarre! Ich höre ihn. Oh, scheiße. Was? Geh da hoch! Wow. Wow! Ich habe nur 9 Kugeln. Huh. Er hat sich teleportiert. Alter. Er hat sich einfach so teleportiert. Okay. Verlier nicht die Nerven. Dir ist klar, du bildest dir das nur alles ein, ne? Es gibt keinen Siren Head. Scheiße, er kommt ja schon wieder. Komm ich hier unten durch? Oh, puh, Alter. Bam! In deine Sirenenfresse. Oh, komm schon, renn! Oh Mann, der Kollege ist jetzt richtig angepisst. Aber dem habe ich gut gegeben. Der kann sich hier schön verpieseln. Okay, wo bin ich hier? Einfach durchziehen, Freunde. Einfach durchziehen. Was ist das da hinten? Ein riesiger Fels und eine zerstückelte, nackte Leiche. Ein nackter Klumpen Mensch. Wir haben Strom. Wir haben Strom! Okay, wir müssen nur noch zurück. After a month of searching, the kids can't be found. It is ruled out that one of the friends, Freddy Anderson, lured them out to the forest because he felt like they were holding him back in high school. That's right, Freddy. We all know what you did. We will come for you. Der redet über mich. Der hat gesagt, die wissen, was ich mache. Die wissen Bescheid. What the fuck? Bigfoot? Alter, was? Wow! Verzieh dich! Heilige... Das ist nur ein Busch, oder? Okay. Freddy? Wir schaffen das. Wir müssen einfach wieder zurück zur Station. Alles easy. Ich bin Profi. Och nein, jetzt auch noch Godzilla? Ich glaube, da hinten ist schon der Turm. Ey, der hat wirklich ein paar verdammt unheimliche Geräusche drauf, ne? Oh, hier komme ich wieder nicht hoch. Spring, Alter, spring! Noch ist alles easy, noch ist alles cool. Siren Head? Renn da einfach rein, komm schon. Renn rein! Okay. Oh,
Hello, this is Officer Kirkland. We hear you loud and clear. We will be giving you instructions on how to get to safety. This is the old Ranger Station's radio frequency, so we know where you are. We will be dispatching officers as soon as we can, but as we know, we can't get into that area very easily, so you'll have to do some legwork yourself. There is a bridge near you, down the road a ways. We can't get our cruisers past that point, so you will have to meet us there. Once you make it there, we will bring you home. Over and out. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? He thinks he can save his friends. Get a load of this guy. If I were him, I would just lay down on my back and wait. Wait for what you say? What the fuck, what the fuck? Nein, ich geb nicht auf. Deine Psycho-Spät... Was? Alter, was ist hier los? Ich werde nicht aufgeben. What? Warum? Warum? Ich war auf dem Weg zum Sieg. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das Spiel ist unglaublich schwer. Wirklich unglaublich schwer, weil Siren Head plötzlich, völlig zufällig, auf einmal vor dir steht und du bist tot. Ja? Also, der Mann spielt einfach nicht fair. Strom läuft wieder. Ich habe ein bisschen Munition hier gesammelt. Mit Muni kann man ihn abschrecken. Ich traue mich nicht mal zu sprinten oder die Taschenlampe zu aktivieren. Weil ich habe das Gefühl, mit der Taschenlampe denkt Siren Head, ich wäre ein Weibchen. Und will sich dementsprechend natürlich mit mir dann vermehren. Ja. Ist gerade Paarungszeit bei den Siren Heads und... Ich weiß, ich sehe gut aus, natürlich. Jetzt hier mit knappen Shorts im Wald schwing ich meine Taschenlampe. Klar, kann ich verstehen, Siren Head. Ich nehme es dir ja nicht übel, dass du mich geil findest. Aber leider wird das nichts mit uns beiden. Mann, das Stück ist echt mies, wenn du hier durch den Wald musst. Erstens, super dunkel. Zweitens... Wenn der zwischen den Bäumen durchrennt, ist es sehr, sehr schwer, ihn zu treffen. Oh nein. Jetzt irgendwo da vorne. Irgendwo da hinten. Irgendwo überall. Das meine ich. Der macht ja seine Psycho-Games und du weißt nie genau, wo er ist. Siren Head ist omnipräsent. Okay, wo müssen wir lang? Hier drüben. Eben gerade habe ich doch irgendwas gemerkt. Irgendwas gespürt. Schon wieder. Er trampelt doch hier ganz in der Nähe rum. Miley Cyrie? Bist du's? Nein, ist sie nicht. Die wurde gerade gefressen. Okay, hier drüben sehe ich schon mal den Strommast. Da muss hier gleich jetzt die Station sein, da hinten. Geduld. Geduld, einfach Geduld. Wir gehen ganz gemütlich hier durch die Gegend und hängen schon wieder in irgendeinem Busch. Ich weiß, da hinten hat irgendwas grün geleuchtet. Keine Sorge. Das ist nicht mein alter Kumpel. Sondern das ist nur der Strom, der fließt. Verdammt, wo? Alter. Das meine ich. Er kann irgendwie überall sein. Auf einmal steht er vor dir und schlappert dich ab. Was zum... Was ist jetzt passiert? Runtergefallen. Treppe kaputt. Eingekracht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier oben bist du eigentlich sicher. Seine Slenderarme reichen nicht so weit. Hello, this is Officer Kirkland.
I hear you loud and clear. We will be giving you instructions on how to get to safety. This is the old ranger station's radio frequency, so we know where you are. We will be dispatching officers as soon as we can, but as you know, we can't get into that area very easily, so you'll have to do some legwork yourself. There is a bridge near you, down the road a ways. We can't get our cruisers past that point, so you will have to meet us there. Once you make it there, we will bring you home. Over and out. Bullshit, Alter. When to give up. He thinks he can save his friends. Get a load of this guy. If I were him, I would just lay down on my back and wait. Wait for what, you say? Do it, you will find out. Niemals! Aufgeben ist keine Option. Ist der Sprecher eigentlich Siren Head? Ich höre ihn. Eben gerade. Hat doch jemand getrampelt. Trampelhead. Okay, wir müssen hier hin. Wenn er kommt, direkt abknallen. Und am besten nicht bewegen. Warte, ich kann hier nicht durch? Okay, wir können hier nicht durch. Hier im Wald hat er halt den ultimativen Vorteil. Er kommt. Hier drüben. Alter. Ja! Verzieh dich! Verschwinde! Okay. 14 Schuss. Ist nicht viel. Wir schon wieder auf Tour. Schnell hier durch. Komm schon. Schnell hier durch. Wo ist diese verdammte Brücke? Ist keine Brücke. Irgendein altes Lagerhaus hier drüben. Oh Mann, wenn er hier angerannt kommt, ne? Alter, ich bin so aufgeschmissen. Kumpel, Modem bitte neu starten. Was hast du für eine veraltete Technik aus den scheiß 90ern? Kommt er? Hat eben gerade so vibriert. Tja, die Brücke ist verdammt weit weg. Irgendwo da vorne muss sie doch endlich sein. Ich höre ihn. Er kommt aus dem Nebel. Ja! Verzieh dich! Du dumme Sau! Okay, er rennt, wir rennen. Alter, wo ist diese Brücke? Wasser, oder? Verdammt, hier komme ich nicht hoch. Okay, hier ist Wasser. Wir müssen irgendwie oben auf die Brücke hoch. Klar, natürlich. Ich wette, jetzt kommt er und frisst mich. Jetzt gerade, wo ich irgendwo hier... Ich bin der unsportlichste Mensch der Welt. Ich kann nicht mal so einen kleinen Hügel hoch. Aber dafür darf ich umsonst Bus fahren. Brücke, 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 gib mir die Brücke. Ich hab's geschafft. Rettung? Oh nein! Oh nein! Irgendein Arsch hat die Brücke zerstört und jetzt darf ich hier drüben wieder hin. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Werde jetzt nicht gierig, Kumpel. Alter, was war denn das eben gerade? Ich hatte voll den Mega-Lag. Werde jetzt nicht gierig, mein Freund. Wir entkommen ihm. Wir überleben Siren Head.
Soweit, so gut. Keine Schreie. Kein Eiswagen. Nichts. Und noch 13 Schuss. Okay, wir müssen... Was hat er gesagt zu dieser alten Fabrik? Zur alten Fabrik. Da sind wir ja dran vorbeigejoggt. Aber was soll das bringen? Was soll das bringen? Da jetzt hingehen. Oh, komm schon. Was ist das hier für ein Horrorwald? Dichter wie die Schamhaare von Kreis Mama. Alter, die Fabrik. Ja! Was? Was nun? Gott, es ist hier dunkel. Bringt die Taschenlampe überhaupt irgendwas? Ich finde, die blendet nur. Naja, wenn minimal. Nee, da bin ich lieber mit dem Gewehr im Anschlag unterwegs. Okay, hier drüben ist noch irgendein Gebäude. Ich renne da mal rein. Geil. Das ist kein Gebäude, das ist eine verdammte Wand. Okay, Vorsicht, Vorsicht, der ist wieder da. Ich muss sagen, das Spiel macht mich schon wirklich echt angespannt nervös. Das kann doch nicht mehr weit sein, oder? Ich will kein Eis! Ich will kein Eis! Ich will nicht an deinem Flutschfinger lecken, Siren Head. Unzerstörbare Gräser wieder hier. Was ist das da hinten? Keine Ahnung. Irgendein Gestrüpp. Der Wandersimulator mit Siren Head. Okay, hier ist eine Straße. Wenn er jetzt von da kommt, bin ich wieder komplett blind. Hallo, kann mich irgendjemand retten? Ich würde es sehr begrüßen, gerettet zu werden. Da hinten ist doch nichts. Da hinten ist nur noch mehr Wald. Hallo? Fuck, oh no. Was für ein... Wo? Ich sehe nicht mal einen Weg. Er sagt, wir sind beinahe da. Einfach nur hier dem Pfad folgen. Ich sehe gar nichts, Alter. Ich sehe hier nichts. Das soll ein Weg sein? Das ist fucking Dschungel, mein Freund. Da hinten scheint auch nichts zu sein. Achtung. Jemand wieder ganz kurz so vibriert. Sirenenartig vibriert. Was ist das? Bäume. Was ist das? Bäume. Ja, geil. Mehr Bäume. Auf einmal kommt so... Ich habe keine Kugeln mehr? Ich habe keine Kugeln mehr. Was? Wo ist meine Waffe? Ich kann die Waffe auch nicht mehr weglegen. Nein! Siren Head! Du hast mich verflucht! Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen! Hallo? Rotes Licht! Was ist hier los? Da hinten sind die Bullen, oder? Ich kann nichts machen! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Ich bin doch kurz vor der Rettung! Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mich nicht bewegen, die Waffe geht nicht mehr, Nachladen geht nicht. Nein, ich stecke irgendwo fest! Kann ich mich ducken? Siren Head! Oh Gott, ich glaube, da hinten war das Ende. Da hinten war das Ende. Und dann kommt er und frisst mich, weil er mich irgendwie immer mehr kaputt gehackt hat. Das ist die wahre Fähigkeit von Siren Head. Er glitscht dich einfach kaputt. Er glitscht dich ins Grab. Nun, ich habe mich informiert. Am Ende sieht man auch nur hier das rote Licht.
wenn ich ein bisschen anders gestanden wäre, hätte man auch noch das blaue Licht gesehen. Also da hinten ist die Polizei, aber Siren Head, schnapp dich, bevor du die Bullen erreichen kannst. So oder so hätte es kein gutes Ende genommen. Es gibt noch andere Siren Head Spiele, eins davon soll sogar richtig gut sein. Vielleicht werden wir das spielen. Lass eine Bewertung da. Verflucht seist du, Siren Head. Verflucht.